Hallöchen Leute und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar zu einem eigentlich recht schönen alten RPG, so ein richtig schön alter Klassiker, der schon richtig ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar Divine Divinity. Es kann man vergleichen mit den ersten Diablo-Spielen oder mit Titan Quest, wem das eher was sagt. Und ja, ich spiele die Steam-Version. Das ist, könnte man sagen, naja, ich weiß nicht, will man es jetzt als Remastered bezeichnen? Es hat halt höhere Auflösungen, so 1920, 1080. Deswegen ist es jetzt ein bisschen weiter rausgezoomt. Ich weiß nicht, ob das jetzt groß stört, aber ich denke mal, da kommt man schon mit klar. Und es sieht halt dadurch jetzt ein bisschen besser aus. Ich habe auch noch gar nicht viel gespielt. Also ich habe damals mal einen Charakter gehabt, da habe ich eine Weile gezockt, aber auch nicht sehr weit. Und ja, ich würde sagen, ich spiele euch erstmal das Intro ab und ja, machen wir einfach, ne? Rein da. Ja, gut, so aus heutiger Sicht ist das Intro vielleicht jetzt nicht mehr so das modernste. Man hat es ein bisschen gesehen, die Animationen waren ein bisschen hakelig und das war auch nicht so ganz hochskaliert. Ich glaube, das war noch Originalauflösung. Ich habe das damals gar nicht so ganz geblickt, so was das Intro jetzt so aussagt. Mit diesem komischen Typen, die da einfach so ein Kind irgendwie ranzüchten, dann ist das Ding auf einmal erwachsen. Ja, ganz weirde Geschichte. Ich glaube, das wird in der Story irgendwie noch erläutert, hoffe ich. Ich verlange nämlich nach Aufklärung. Und wir wurden von Orks niedergestreckt. Und da war ja diese eine Katze, die wird auf jeden Fall auch noch eine Rolle spielen, aber dazu später mehr. Und ich würde sagen, dann drücke ich einfach mal auf einen neuen Charakter. So, jetzt haben wir hier, wie so zum Beispiel in Diablo, ist ein gutes Beispiel, denke ich mal, haben wir jetzt hier unsere Klassenauswahl. Wir haben einmal den Magier, den Krieger und den Überlebenskünstler. Das sind die drei Klassen, die gibt es einmal in männlich, einmal in weiblich. Die unterscheiden sich von den Werten her, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Und ja, ich würde tatsächlich als Überlebenskünstler mal spielen. Denn Magier ist halt, ja wie die Klasse schon sagt, sehr auf Magie fokussiert. Und gar nicht so auf Nahkampf. Der Krieger ist halt genau das Gegenteil. Und der Überlebenskünstler ist halt so die goldene Mitte. Deswegen spiele ich den eigentlich immer ganz gerne. Da kannst du halt skillen, wie du willst. Kannst Nahkampfwaffen tragen. Ich glaube, der ist, glaube ich, auch der Einzige, der Bögen benutzen kann. Ich glaube, der Krieger kann zum Beispiel gar keinen Fernkampf machen. Oder vielleicht kann er es doch, da bin ich mir gar nicht mal so sicher gerade. Ich will jetzt ja auch nichts Falsches sagen. Aber ich würde, wie gesagt, mal als Überlebenskünstler spielen. So, der labert gleich seinen kleinen Text. Ich würde den jetzt einfach mal aussprechen lassen. Und stell dich mal vor, Kumpel. Ich bin ein böser Junge, aber das musst du auch sein, wenn du auf der Straße überleben willst. In der Gosse lernt man, flink wie der Wind zu rennen und auch mal einen Geldbeutel mitgehen zu lassen. Heutzutage dient das Gesetz nur den Reichen. Also helfe ich mir selber. Alles klar. Also so eine Art Dieb, könnte man sagen. Kleiner Halunke. Ich wähle mal schon mal unser Charakterbild aus. Dann nehme ich meistens immer das hier. Sieht meiner Meinung nach am besten aus. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Ist immer nur, wenn Dialoge sind. Ich kann ihn ja auch schon mal benennen. Wir nennen ihn natürlich ganz klassisch Ealdor. Und wir haben halt so eine gute Abmischung. Wir haben 50 Lebenskraft, 40 Mana.
der Magier hätte zum Beispiel jetzt weniger Lebenskraft, dafür mehr Mana und der Krieger halt, ne, genau umgekehrt, ist, glaube ich, mal selbsterklärend. Dann haben wir als Fähigkeiten, die sind immer unterschiedlich pro Klasse. Wir haben zum Beispiel jetzt hier Händlerzunge. Ich würde einfach mal annehmen, dass wir dadurch bessere Preise kriegen. Und Kuss des Attentäters, da weiß ich jetzt gar nicht so genau, was das macht. Das müssen wir in-game vielleicht nochmal gucken. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal rein. So, da sind wir schon. Und ihr merkt, es ist ein bisschen weit rausgezoomt. Ich hoffe, das macht keine Probleme auf YouTube. Und ja, ich würde erstmal ganz klassisch damit anfangen, dass wir hier einfach mal alles mitgehen lassen, was es hier so gibt. Hier haben wir schon zum Beispiel nochmal einen kleinen Heiltrank. Ich werde doch mal die Immer-Rennen-Funktion anmachen. Einfach damit er sich ein bisschen schneller bewegt. So, hier noch ein bisschen Gold. Ich war da wahrscheinlich gerade mit der Facecam drüber. Da war ich nämlich auch sehr lange am Überlegen, ob ich das Ganze mit Facecam oder ohne mache. Oh, hier ist ein schönes Messer. In den Fässern ist leider nichts. Ja, das öffnet sich jetzt leider halt immer da oben bei der Facecam. Das ist ein bisschen unpraktisch. Habe ich die Sachen eigentlich jetzt schon gleich ausgerüstet? Ja, habe ich. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Nochmal die Truhe gucken. Da ist nichts drin. Hier hinten ist ein Bett. Hier ist noch ein Kurzdolch. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts weiter. Hier ist noch ein Manuskript. Das würde ich, glaube ich, tatsächlich sogar mal durchlesen. Werter Joram, aufgrund der Orkbanden, die sich in immer größerer Zahl im Wald sammeln, kommen kaum noch Reisende nach Alaroth. Mir scheint die Zeit gekommen, die herzogliche Armee um Unterstützung zu bitten. Ich fürchte, es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis die barbarischen Orks die Stadt angreifen werden. Gruß, Lanilor. Den werden wir auch noch kennenlernen, an den erinnere ich mich noch ganz gut. Das dauert sogar gar nicht so lange, bis wir den kennenlernen. Dann würde ich hier hinten mich nochmal kurz umgucken. Und ich glaube, ich würde auch ganz kurz mal die Musik ein bisschen runterdrehen. Die ist mir, glaube ich, immer noch ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, ich hatte immer so Befürchtung, dass ich sie sonst zu weit runterstelle, aber irgendwie, die schallert doch schon ganz schön. Okay, was haben wir hier? Noch ein Manuskript. Ah, okay, relativ großer Text hier. Ich werde, denke ich mal, alles so gut wie möglich vorlesen. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht, wenn es mal ein bisschen zu viel wird, werde ich das vielleicht für später mitnehmen. Aber gut, ich werde mal anfangen. Die Hexe und das Biest. Tief im Wald lebte einst eine Hexe, die als... Oh, Moment mal. Sagt das hier jetzt irgendwas über die Story aus oder ist das nur so Hintergrundkram? Ich glaube sogar, das sagt jetzt gar nicht so viel. Ich würde das vielleicht einfach mal mitnehmen. Wie mache ich das jetzt am besten? Das muss ich wahrscheinlich so rüberziehen. Ja, genau. Also solche Bücher würde ich dann vielleicht tatsächlich einfach mitnehmen. Sie sagt jetzt zum Beispiel auch noch nicht so viel aus. Das würde ich mir alles später mal durchlesen. Damit wir hier am Anfang jetzt ein bisschen zügiger durchkommen. Hier haben wir noch ein Buch. Das kann auch alles noch mit. Ich hoffe mal, mir geht nachher der Inventarplatz dadurch nicht so schnell aus. Was haben wir hier? Okay, das ist kurz. Das kann ich vorlesen. Die Kräutermedizin befasst sich mit dem Einsatz von Samen, Beeren, Wurzeln, Blättern, Rinde und Blüten von Pflanzen für medizinische Zwecke. Die Verwendung von Kräutern ergänzt in idealer Weise unsere eigenen natürlichen Heilkräfte. Kräuter können darüber hinaus als Würze bei der Zubereitung von Speisen dienen. Die Elfen verwenden Kräuter zur Herstellung aromatisierter Seifen und Duftwasser, die in den Adelskreisen von Menschen und Zwergen gleichermaßen geschätzt werden. Also, ihr merkt, es sind so die klassischen Rollenspiel-Fraktionen, so Menschen, Elben, beziehungsweise Elfen, Zwerge und Orks. Und hier drüben wartet gleich ein Kollege auf uns. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal hin. Ah, mein Freund, ihr seid nun endlich aufgewacht. Wie fühlt ihr euch? Ich merke gerade, ich muss den Sprecher gleich nochmal ein bisschen hochstellen. Aber ist okay. Wer seid ihr? Wie bin ich hierher gekommen? Das würde ich mal sagen. Mein Name ist Joram. Ich bin einer der hiesigen Heiler. Und wie ihr hierher gekommen seid, nun, das ist eine merkwürdige Fügung. Vor 3 Tagen war ich draußen am Waldrand auf der Suche nach einigen Kräutern, als eine kleine, weiße Katze meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Ich will sagen, dass sie mich förmlich aufforderte, ihr zu folgen. Ich folgte ihr also vorsichtig und stolperte buchstäblich über euren bewusstlosen Körper. Ich brachte euch dann unversehens hierher. Ihr könnt von Glück sagen, dass die Katze sich um euer Wohl sorgte, denn nur ein wenig später und ihr hättet als Drachenfutter geendet. Ja, so viel zu der Katze, die ich erwähnt hatte. Habt Dank, dass ihr mein Leben gerettet habt. So wie es aussieht, stehe ich in eurer Schuld, Freund. Keine Ursache.
Und lasst euch nicht unterkriegen, was auch immer eure Probleme sein mögen. Wenn ich euch nicht gefunden hätte, mit dem Beistand eines wohlwollenden Schicksals und einer Katze, wärt ihr nun mausetot. Wir Heiler haben ein Sprichwort. Solange wie dein Atem geht, deinem Glück kein Stück im Wege steht. Okay. Einen auf Dichter machen wir jetzt hier, ja? Na gut, muss er wissen. Was ist das für ein Ort? Ihr seid in meinem Haus in Allerroth, einer kleinen Gemeinde von Heilern. Normalerweise würde hier ein geschäftiges Treiben herrschen. Aber aufgrund der jüngsten Unruhen ist bei uns eine ungewohnte Ruhe eingekehrt. Worum handelt es sich bei den Schwierigkeiten, von denen ihr gesprochen habt? Ihr meint, abgesehen davon, dass die schurkischen Orks die Wälder unsicher machen und wir darüber hinaus den Kontakt zur Quelle verloren haben? Nun, unser Anführer, Mardaneus ist sein Name, hat... Nun, wie soll ich es sagen? Er scheint den Verstand verloren zu haben. Mardaneus ist verrückt? Ja, an dieser Erkenntnis führt kein Weg vorbei. Er fantasiert unablässig von düsteren Kammern und bösen Geistern und hält jeden für einen Diener der dunklen Mächte. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er sei von einem Dämon besessen. Aber natürlich kann das gar nicht sein. Seit Jahrhunderten ist niemand an Besessenheit erkrankt. Okay, ja, weil etwas seit Jahrhunderten nicht passiert ist, heißt das natürlich, dass es auch nie wieder passieren wird. Es kann keine Zufälle geben und auch keine Einzelfälle. Und er weiß natürlich auch von jedem. Aber naja, ist ja auch egal. Dunkelkammern, böse Geister. Nun, das hört sich an, als hätte sich ein Dämon in seinem Kopf bequem gemacht. Was haltet ihr davon, dass ich meine Schuld euch gegenüber begleiche, indem ich den alten Knaben von seinem Leid erlöse? Okay. Klingt vielleicht ein bisschen... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt ankommt. Meint er damit, er will ihn abstechen, oder? Ich glaube, ich sag das lieber nicht. Das ist in der Tat seltsam. Gibt es irgendwas, womit ich Mardaneus helfen könnte? Das klingt besser. Wir sind mal der freundliche Dude. Das ist sehr nett von euch, mein Freund. Und ich möchte auch nicht, dass ihr mich für unhöflich haltet. Aber schließlich sind wir hier die Heilkundigen. Wenn wir ihm nicht helfen können, bezweifle ich, dass ein einfacher Abenteurer mehr ausrichten kann. Und um es noch einmal zu wiederholen, all unsere bisherigen Versuche, ihn zu heilen, sind fehlgeschlagen. Der Mann durchlebt die Hölle geistiger Verwirrung. Vielleicht erfordern seltsame Krankheiten auch seltsame Heilmethoden. Okay. Wo finde ich Mardaneus? Folgt der Straße vor meinem Haus ein Stück in Richtung Süden und wendet euch dann gen Westen. Sein Haus steht neben dem alten Brunnen. Okay, dann haben wir soweit erstmal alles durch, was wir mit ihm besprechen können. Und dann würde ich mal sagen, seid auf der Hut. Bevor ihr geht, ich konnte eure Sachen nicht mitnehmen, als ich euch hierher brachte. Seid so frei und nehmt euch, was ihr benötigt, hier aus meinem Haus. Wir Heiler vertreten die Ansicht, dass man seine Habe mit den Bedürftigen teilen sollte. Das ist sehr nobel von dir. Ich habe mich bereits bedient und bin froh, dass ich deine Zustimmung habe. Okay, vielen Dank, mein Freund. Oh, keine Ursache. Wenn ihr euch mir verpflichtet fühlt, könnt ihr euch irgendwann später einmal erkenntlich zeigen. Vielleicht solltet ihr Georg einmal besuchen. Er betreibt einen kleinen Laden und ihr erhaltet dort eine Grundausstattung zu einem vernünftigen Preis. Aber ich bin sicher, dass ein Abenteurer wie ihr sogar hier im armen Allerroth Mittel und Wege findet, um an genügend Geld zu kommen. Okay, Georg, ein Händler. Ich frag mal gleich nach, wo wohnt denn Georg? Er wohnt im Südosten des Dorfes, in der Nähe der Pforte. Alles klärchen. Dann müssten wir jetzt, glaube ich, durch sein. Ich danke euch nochmals. Auf Wiedersehen. So, nun, wo wir das erledigt haben, werde ich mal ganz kurz den Sprecher nochmal ein bisschen lauter stellen. Ich stelle den einfach mal auf 100. Das sollte passen. Ist ja nur für Dialoge. Dann die Effekte mache ich mal so. Es sollte... angenehme Abmischung sein. Dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn noch so Schönes hier in dem Haus? Blaue Flasche. Da ist leider nichts drin. Bücherregal. Manuskript. Oh, das ist auch schnell. Das kann ich auch nochmal vorlesen. Lieber Joram, ich weiß, dass ich euch noch immer 500 Goldstücke schulde. Oha. Allein. Hä? Was? Wie jetzt? Ich weiß, dass ich euch noch immer 500 Goldstücke schulde allein? Mir fehlen derzeit die Mittel, euch das Geld zurückzuzahlen. Warum das jetzt allein? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, ist ja auch egal. Seit die Orks die Wälder um Alaroth unsicher machen, hatte ich nur ein kleines Häufchen Kunden.
Dieser Tage ist die finanzielle Lage für jedermann schwierig, nehme ich an. Hab bitte noch ein wenig Geduld, bis die herzogliche Armee die Wälder säubert und der Handel wieder floriert. Und ich werde eure großzügige Anleihe mit Zinsen zurückzahlen. Ich danke euch nochmals. Herzliche Grüße, Georg. Okay, es scheint mir kein besonders verlässlicher Händler zu sein. Das ist ein bisschen fragwürdig. Warte mal, hier hinten ist doch noch ein Regal. Kann ich da... Okay, es sieht nicht so aus, als ob ich da noch interagieren kann. Juti, dann haben wir, glaube ich, erstmal alles abgeklappert hier in dem Haus. Dann würde ich mal nach draußen gehen. Madaneus, mein armer alter Freund. Was tut ihr hier draußen im Freien? Was? Wer? Oh, ihr seid es, Lanilor. Ich wollte... Er wird kommen. Das ist unser Ende. Sheloy, ihr redet im Wahn, Madaneus. Ihr müsst euch ausruhen. Kommt, lasst mich euch heimbringen. Aber der Untergang ist nah. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen rein sein. Wir müssen uns richtig verhalten. Was sagtet ihr, Lanilor? Ruhe? Ja, ich könnte versuchen zu schlafen. Wenn nur die Stimmen in meinem Kopf verstummen würden. Okay, offensichtlich hat der gute alte Madaneus ganz schöne Probleme. Aber ich muss sagen, die Grafik ist eigentlich, wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist, ich glaube 2000 kam das raus. Ja, es ist noch gut anzusehen, besonders jetzt mit der höheren Auflösung. Wobei ich jetzt auch nicht den direkten Vergleich habe. Oh, Joram, moin. Hier in dem Fass ist noch irgendwas drin. Gucken wir mal. Hühnchenfleisch. Gönn ich doch mal. Wir haben auch eine Karte, eine Minikarte, die werde ich mal einblenden. Packe ich, denke ich, mal hier unten rechts hin. Oder oben rechts? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, oben rechts ist besser. Kann ich die noch ein bisschen größer ziehen? Ich glaube nicht. Schade. Okay, ich lasse die mal so. So, gucken wir uns erstmal ein bisschen um hier in der Stadt. Wir müssen jetzt natürlich immer alles so per Hand aufdecken. Kann an manchen Stellen manchmal ein bisschen nervig sein, wenn man erst einmal durch das ganze Dorf rennen muss, auch ringsrum alles. Aber das gehört irgendwie zu so alten Spielen dazu. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein Haus, da gucke ich gleich nochmal rum. Wenn das hier alles einmal aufgedeckt ist. Schauen wir mal, ist hier noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Sieht nicht so aus, die Tür ist auch verschlossen, das heißt, da komme ich nicht rein. Vielleicht komme ich da mit einem Dietrich oder so rein, müsste ich mal gucken. Ich glaube, ich folge erstmal den Wegen hier. Ich halte mich mal noch so weit wie möglich von der Hauptquest fern. Ich will erstmal so viel wie möglich ringsum noch erkunden. Was haben wir hier? Veredler. Nee, doch. Veredler. Okay, das ist... Was bist du? Ich kann mit dem irgendwie... Irgendwie kann ich da nicht so wirklich was mitmachen. Ich dachte, ich kann das ins Inventar ziehen. Aber nö, geht nicht. Oh, ein Schlüssel. Vermute mal, damit komme ich hier in dieses Haus rein. Ich muss nur den Eingang finden. Wo ist eigentlich die Katze, die mich gerettet hat? Ich weiß, ich meine mich noch zu erinnern, dass die irgendwo hier in dem Dorf rumrennt. Wie komme ich denn hier rein? Wo ist denn hier der... Oh, okay. Ich bin einfach nur blind. Hier drüben ist doch der Eingang direkt neben dem Fass. Hervorragend. Okay. So, hier ist alles... komplett zugemüllt. Verlassenes Haus. Hier ist eine Falltür. Ich bin mir gerade unsicher, ob das hier für eine Quest noch wichtig war, für die Hauptquest, oder ob das hier einfach ein Nebenstuff war. Ich werde auf jeden Fall gleich mal runtergucken. Okay, das ist ein sehr langes Buch. Das wird wieder mitgenommen. Ich denke mal, das werde ich vielleicht sogar in extra Folgen packen, dass ich hier alle mal vorlese. Für diejenigen, die sich dafür interessieren. Reden kann ich auch schon wieder nicht. Okay, was haben wir denn hier unten? Ah, okay, ich glaube, hier kommen wir sowieso erstmal nicht weiter. Da müssen wir später, glaube ich, nochmal wiederkommen. Irgendwie so meine ich mich da noch dran zu erinnern. Es ist wirklich schon eine Weile her, dass ich das Game mal gespielt habe. Da war noch ein bisschen Gold drin. In dem Fass ist auch noch was. Ein Heiltrank. Okay, hat sich wenigstens ein bisschen gelohnt. Mehr ist hier auch gar nicht, oder? Nope.
Nope, ich glaube, hier ist nicht mehr. Fackeln kann man auch an- und ausmachen. Aber ansonsten kann ich hier unten, glaube ich, erstmal nichts anfangen. Dann gehe ich mal wieder hoch.